mein Gott, ich habe die ganzen Sachen getragen. Wie krass ist das denn? Oh ja, oha. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, ich bin nicht toxic. Toka, nein. Diese Pfanne ist hier ein bisschen komisch. Vielleicht ist da irgendwas Unsichtbares oder so. Boah, Leute, ich glaube, jemand hat wirklich mein Headset geklaut und einfach nur hier irgendwas was ganz Komisches gemacht. Hey, Leute, was geht? Katja hier bei Schwimmler Apps und Games. Und ich sehe ein bisschen anders aus. Ich weiß, ich bin mittlerweile, sagen wir mal so, wieder pink? Lila? Rosa? Rot? Keine Ahnung. Es ist eine sehr schöne Farbe, die ich heute anhabe, sagen wir mal so. Aber Leute, es ist egal, weil wir heute in Tokaboka sind. Das Ding ist, was ich euch auch noch sagen wollte. Ich finde mein Headset nicht, ich finde meine Kopfhörer einfach nur nicht. Ich weiß nicht, wo die sind, deswegen spielen wir heute ohne Sound, was in Ordnung ist. Eigentlich brauche ich für Tokaboka keinen Sound. Aber Leute, ich habe gerade gesehen, dass wir ein neues Toka Life Mix haben. All the Do's and Don'ts in Toka Life World. Also das, was man in Tokaboka macht und was man in Tokaboka nicht macht. Das kann ich mir leider nicht angucken, weil ich kann... Ja doch, ich kann es angucken, aber ich werde so den Sound angucken, Leute. Wir haben einen Mix da. Das ist richtig gut. Das möchte ich wirklich... Also erstens, ich möchte ganz kurz hier ein bisschen antworten, weil ich liebe das hier, das zu antworten. Which hack are you trying? Selfie time oder custom painting? Also... Selfies machen schon Spaß, aber das Ding ist, ich persönlich fand Selfies an sich so besser in Mega World, weil man da mehrere, man kann da sich irgendwie anders hinstellen. In Tokaboka kann man das nicht, deswegen die ganzen Selfies und die ganzen Bilder, die man macht, die sind immer genau gleich. Deswegen, das stört mich, deswegen, ich finde an sich, dass Paintings und so Zeichnen besser ist. Hallo? Was ist das? Zeichnen ist besser. Ich liebe es zeichnen. Ich liebe es zu zeichnen in Tokaboka. Zeichnen in Tokaboka, Leute, ist wirklich das Beste, was man wirklich machen kann. Ich liebe es. Also wenn man Bock hat zu zeichnen, dann ist es richtig cool auf jeden Fall. Das wollte ich nur sagen. You go to Water Crumpet. Was ist mein Wasser Crumpet, was ich am besten finde? Ein Crumpet mit so einem Aufblasband-Tier. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ein Meerjungfrauen-Crumpet. Ich mag ein Meerjungfrauen-Crumpet mehr. Okay, dann bin ich besser drauf. Das ist sehr gut. Who are you coloring in first? Wen würde ich zuerst ausmalen? Ein Hotdog? Dog? Also Würstchen? Hund-Würstchen? Würstchen-Hund? Oder ein Burger mit einem Gesicht? Ich würde einen Burger tatsächlich, weil es interessanter ist, finde ich. Ja, lass mich in Ruhe. Ich finde den Burger einfach nur interessant, weil da viele Farben sind. Okay, ich glaube, wir sind hier mit diesem Tokamix fertig. Ich müsste da einfach nur mal ganz kurz nachgucken. Ich gucke erstmal, was hier alles. Das ist alles, was man braucht, um Tokaboka kennenzulernen. Ich kann dich nicht hören. Ich habe mein Headset nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich kann dich nicht hören. Ich weiß nicht, ob da was redet oder irgendwas sagt. Ich kann das leider nicht. Es gibt einen Home-Designer in Tokaboka. Ja, das wissen wir. Was gibt's noch? Ja, das wissen wir halt alles. Das macht man alle Tokaboka. Man designt einfach nur ein Haus. Ja, man kann sehr viele Sachen kaufen. Das weiß ich auch. Das kenne ich. Hacks. Oh, welche Hacks? 4 Hacks? Wow. Die man mastern muss in Tokaboka. Das möchte ich jetzt sehen. Was für Hacks? Malen? Zeichnen? Hab ich. Mach ich. Sehr oft. Weil sie meine wunderschönen... Zeichen-Shorts nicht gesehen habt. Ich mache sehr viele Shorts damit, wo ich entweder irgendwelche Bilder zeichne oder auf die Tafel zeichne oder was auch immer. Ich liebe das tatsächlich, deswegen guckt mal vorbei bei unseren wunderschönen Shorts. Was für eine Checklist? Custom Basics. Ja, das mache ich schon. Was? I carry multiple items. Das weiß ich doch. Man hat doch einfach nur eine Box und da kann man mehrere Sachen da reinstecken. Das wisst man. Das wisst man halt. Es ist halt nichts Neues. Nichts für mich Neues auf jeden Fall. Deswegen finde ich es gerade ein bisschen so. Okay, ist es was Neues? Ist es was anderes? Ja, okay, da muss man halt die Sachen tragen. Das habe ich doch. Das habe ich doch. Was mache ich? Oh mein Gott, ich habe die ganzen Sachen getragen. Wie krass ist das denn? Oh ja, oha. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, ich bin nicht toxic. Ich bin nicht so. Alles gut. Alles gut. Ich verstehe schon. Decorate with the selfies. Ach so, das sind diese Selfies und so. Ich sollte vielleicht erstmal dieses ganze... ganzen Mix angucken und dann auf die Fragen antworten, aber ich tue das nicht, weil ich, lass mich raten. Nächste Lifehack wäre irgendwie so Crumpets finden. Oder? Ich gehe davon aus. Ich mag das Zimmer aber. Das ist ein Neonhauszimmer. Das mag ich total. Das sieht richtig schön aus. Ich mag das. Rain in any location. Weiß ich auch, tatsächlich.
Es sind sehr viele schöne Sachen im Kino, also im Kinostudio, wo man einfach nur sehr viele Sachen mitnehmen könnte. Und die sind richtig cool. Da kann man wirklich überall Regen machen. Ich glaube, das ist das, was Dr. Walker meint, so mit so, ja, ein Wetterupdate kriegt ihr nicht, aber ihr könnt doch eben so Regen machen. Mit einer Regenmaschine. Das funktioniert doch auch. Toka, nein. Wir möchten ein Wetter-Update machen. Wir möchten Winter da haben, wo wir wieder Winter sein können. Okay, da sind die ganzen Hacks. Okay, die ganzen Location, wissen wir doch schon. Wenn da nichts Neues ist, dann interessiert mich doch auch nicht. Deswegen würde ich mal sagen, Leute, wir gehen weiter zu unseren wunderschönen Lifehacks, die ich heute für euch vorbereitet habe. Ich habe heute ein paar Lifehacks für euch da. Erster Lifehack hängt auf jeden Fall irgendwie zusammen mit Kaffee und mit Krankenhaus. Ich glaube, auf -1 gibt es da einen sehr schönen Roboter. Ich glaube, auf dieser Etage. Ich bin mir nicht sicher, ich hoffe. Was ist eigentlich los mit meinem... Boah, Leute, ich glaube, jemand hat wirklich mein Headset geklaut und einfach nur hier irgendwas das ganz Komisches gemacht. Guck doch mal, was ist das? Was ist das? Aber Leute, hier, wir haben hier einen wunderschönen Roboter, ne? Das ist so ein Saugroboter, glaube ich. Also, ich gehe davon aus und so. Aber Leute, wenn man den Kaffee gibt, guck doch mal. Ah! Der lädt auf. Das ist so wirklich Kaffee. Gibt den Energie. Und der lädt halt quasi so. Ja, ich muss es verarbeiten. Ich muss es erstmal verarbeiten, dass du mir Kaffee gegeben hast. Und der kleine Roboter ist einfach nur. Der findet das einfach nur gut. Der findet das gut. Das fand ich sehr süß, Leute. Und zwar, wir gehen jetzt auf die nächste Etage. Also auf die zweite. Weil da gibt es. Das sind Babys. Und da gibt es auch eine Kaffeemaschine. Also es hat irgendwas mit Kaffee zu tun. Und wir haben diese hier. Wir haben ja diese hier so Milch-Bottles. Milk-Bottles. Also Fläschchen. Kinderfläschchen. Babyfläschchen. Und wir können da rein... Wir können Kaffee da reinpacken. Also theoretisch sieht das auch wie Kakao. Sagen wir mal so. Das könnte vielleicht Kakao sein. Das muss nicht unbedingt Kaffee rein sein. Aber ich gebe einfach nur Babys Kaffee. Das ist... wirklich nicht das, was man kleinen Babys geben sollte, aber vielleicht könnte es ein Kakao sein. Ich würde mal schätzen, das ist Kakao, das ist kein Kaffee, das ist Kakao. Kakao könnte man auch, Babys würde man vielleicht auch nicht geben wollen, aber besser als Kaffee auf jeden Fall. Also, falls ihr das für irgendwas benutzen möchtet, das ist einfach nur, ich finde es einfach nur witzig, Leute. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall nachmachen. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen, Leute, wir müssen jetzt auf unseren Müllhof gehen und da kriegen wir ein paar Boxen. Also wir brauchen eine Box. Wir brauchen eine Box, damit wir irgendwas rumschleppen können. Okay, das ist unser Hack von dem Mix tatsächlich, was wir da gefunden haben. Wir brauchen irgendeine Box. Nari, kannst mitkommen. Und wir müssen irgendwas holen. Wir müssen das holen, was leider nicht in den Händen passt. Deswegen, es passt nur in so eine Box rein. Deswegen, es ist leider so. Und zwar gehen wir ins Sea Life. Und hier haben wir so wunderschöne Pflanze, ne? Die finde ich richtig toll. Aber wir brauchen nicht die Pflanze. Wir brauchen... das Gefäß. Und das können wir tatsächlich nur, glaube ich, hier reinpacken. Also wir können es nicht mitnehmen. Wir gehen jetzt nach Hause, weil da möchte ich auf jeden Fall auch euch was zeigen. Sieht das so süß aus? Ich habe hier so ein wunderschönes Zimmer gemacht mit so einem YouTuber-Zimmer. Das mag ich total. Egal. Wir brauchen unser wunderschönes Gefäß, was wir jetzt hier hingenommen haben. Ja, Leute. Und was wir noch sehr komisches brauchen, wir brauchen die Palme. Und wir brauchen noch ein Ananas. Weil Palmen geben Kokosnüsse. Kokosnüsse bräuchten wir, damit wir das zusammen mit Ananas packen. Und wir haben so ein wunderschönes Getränk in einer Kokosnussschale. Und wir können diese Kokosnussschale, also dieses Getränk, in dieses Gefäß reintun. Und guckt doch mal, Leute, das sieht richtig gut für eine Party. Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Tischchen da hinstellt. Okay, komm mal. Wir stellen jetzt einfach nur so ein... schönes Tischchen, zum Beispiel sowas hier. Es könnte so eine Piratenparty sein. Leute, das ist eine Piratenparty einfach nur. Ich finde das wunderbar. Ich brauche noch mehr tatsächlich Ananas. Tada! So, und das stellen wir einfach nochmal hier hin. Und dieses Gefäß ist quasi da, wo die ganzen Getränke sich befinden, sagen wir mal so. Guck doch mal, das sieht so cool aus. Wow. Das sieht so cool aus. Das ist wirklich wie so eine Piratenparty. Ich finde es wunderbar, Leute. Könnt ihr auch wirklich nachmachen. Ich glaube, ich mache doch schon alles ein bisschen passend. Also wir haben hier schöne Palmen. Es hat hier so einen Vibe von so einem... Es hat einfach nur einen Vibe, sagen wir mal so. Aber ich habe noch einen Lifehack zu Einrichtung tatsächlich. Und zwar bräuchten wir, also ich mache so ein bisschen passend, so vom Ziel her. Das ist auch alles, es wird gleich alles auch schön in Holz sein. Deswegen, wir bräuchten dafür einen Holztisch. Ja, das hier von Downtown Loft. Das haben wir doch. Und wir bräuchten so eine Bank.
Die Bank haben wir auch doch hier, ne? Wir haben eine Bank hier. Die würden wir einfach nochmal hier hinstellen, Leute. Also alles, es ist eigentlich komplett egal, was wir auf den Tisch hinstellen. Ich würde tatsächlich einen PC hinstellen, weil ich bin PC-Girl. Und bei mir muss ein PC sein. Einfach nur ein PC, also wirklich egal. Vielleicht noch eine Lampe dazu, damit es ein bisschen schöner aussieht. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, welche passend dazu würde. Müsste schon eine passende sein. Ich finde, das sieht doch gut aus. Vielleicht andersherum. Vielleicht ein bisschen andersherum. Jawohl, guck mal. Sieht doch. Also, ich persönlich finde, sieht wunderbar aus. Und wir bräuchten auch tatsächlich, Leute, ein paar von diesen wunderschönen Hänge. Entweder ein paar oder tatsächlich können wir auch noch eins nehmen. Ich finde, eins auch, könnte auch ganz passend sein und ganz gut. Aber, Leute, natürlich, was wir auch dazu brauchen, also. Warum habe ich diese Bänke eigentlich? Hm. Diese Bänke habe ich nur dazu da, die dienen nur dazu da, dass es einfach nur, das sind Bett. Das sind Bett, Bett. Bett, Bett, Bett. Hat man ein Plural, ein Bett? Das ist ein Bett. Es sind zwei Bette. Das klingt ein bisschen komisch, Leute. Ich bin ein bisschen lost. Sorry. Aber wir brauchen tatsächlich, ja, das ist ein Bett, sagen wir mal so. Das ist ein Bett. Und wir bräuchten dazu, also das oben ist auch ein Bett. Deswegen müssen wir es ganz kurz... Da irgendwas quasi... Das könnte unser Leiter zu unserem Bett sein. Und wisst ihr, wie wir das Bett wirklich gestalten können? Also, wir haben hier Kissen. Aber wir haben auch so ein längliches Kissen. Dieses hier. Was tatsächlich aussieht wie so eine Decke. Sieht für mich aus persönlich ein bisschen wie eine Decke. Deswegen, ich nehme jetzt gleich ein bisschen passend noch ein Kissen, was tatsächlich passend ist. Ich glaube, das hier könnte doch passen. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Und wir bräuchten natürlich noch einen passenden Hintergrund. Ich finde das hier tatsächlich am besten, glaube ich. Und vielleicht sogar als Boden. Oh, das könnte doch ganz schön eigentlich aussehen. Und vielleicht könnten wir auch noch ein paar von so... Und diesen Sachen hier reinpacken. Komm. Nice. Also finde ich persönlich, muss nicht unbedingt sein für euch. Ich finde persönlich, dass es relativ gut aussieht. Vielleicht hier noch so eine Lampe. Vielleicht so eine Lampe. Doch, Leute. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, das sieht richtig angenehm. Und warum habe ich hier eigentlich eine Leiter? Das wollte ich auch noch ein bisschen erklären. Und quasi eine Leiter haben wir... damit wir uns hier quasi draufsetzen können. Leider können wir uns nicht draufsetzen, weil das ist alles wirklich kein wirkliches Bett. Wenn ihr damit keine Stories dreht und wenn es euch egal ist, ob das funktional sein soll oder nicht, ob das wirklich funktioniert, dann könnte es ist ein sehr gutes, sehr gute Idee zum Nachbauen. Aber wenn ihr auf jeden Fall braucht, wirklich ein Bett, wo euer Charakter auch wirklich schlafen möchte und schlafen könnte, dann bräuchte ich ein Bett. Da kann ich mich, nur draufsetzen. Nach da oben kann ich mich überhaupt nicht draufsetzen, Leute. Deswegen, ich hole mich jetzt nicht mal raus, ne? Da, doch, ich habe mich rausgeholt. ja, Leute. Aber theoretisch könnte alles eigentlich ganz gut passen. Ich finde das eigentlich sehr schön. Wir gehen jetzt noch weiter und wir gehen in ein WG, weil da gibt es auf jeden Fall noch ein sehr, sagen wir mal so, was sehr Interessantes gibt es da. Sagen wir mal so, interessant. Also ich hoffe, das funktioniert bei mir, weil ich bin mir nicht sicher. So, warte mal, ich muss es ein bisschen hell machen, damit ich wenigstens etwas sehen kann. Aber Leute, wir haben hier ja so ein, weiß nicht, so ein Papierchen, ne? Mit einer... Mit einer 6. Und... Ja, das funktioniert wirklich. Diese Pfanne ist hier ein bisschen komisch. Oder ist es der Ofen? Ich bin mir nicht sicher. Aber Leute, guck mal. Dieses Papierchen ist einfach nur irgendwo drauf. Irgendwo nirgendwo drauf, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das funktioniert auch genauso. Ich glaube, das ist es... Hängt es an einem Ofen? Oder warum ist es so? Das ist richtig komisch, weil dieses Papierchen einfach nur in der Luft liegt, Leute. Ich kann kein Papier... Ja, ich verstehe schon, dass ich kein Papier braten kann. Aber es kann auch nicht in der Luft liegen. Das kann doch auch nicht in der Luft fliegen. Was ist das eigentlich? Deswegen fand ich immer noch richtig interessant eigentlich. Ich verstehe. Ist da was? Ja, ich weiß nicht, was da ist. Vielleicht ist da irgendwas Unsichtbares oder so. Aber funktioniert. Funktioniert. Fand ich richtig cool und richtig interessant. Ja, Leute. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu meiner Lieblingsrubrik, wo ich einfach nur über irgendwelche Sachen laber. Weil das tue ich eh. Und warum kann ich nicht über irgendwelche Sachen labern, die überhaupt nicht in Tokaboka nicht existieren? Aber hoffentlich mal. Also, Leute. Was mir richtig in Tokaboka fehlt, also, ihr merkt doch. Ich bin doch ein Make-up-Girl. Also, ich mag Make-up.
Ich finde Make-up sehr schön, sehr schönes Ding für Kreativität. Man kann was sehr Cooles damit machen. Man kann so einen sehr coolen Look machen. Und das, was mir wirklich fehlt in Toca Boca, ist Make-up. Ich möchte mir sehr gerne Make-up anschauen in Toca Boca und wie das wirklich aussehen würde. Also, wenn ihr das auch so meint, dass man theoretisch einfach nur, also zum Beispiel so, man sieht zwar, dass ich so Wimpern habe, aber es wäre doch richtig cool, wenn ich noch Lippenstift hätte und noch vielleicht Schatten, Lidschatten oder auch einen Eyeliner oder noch irgendwas. Das wäre richtig cool, wenn wir das hätten, ne? Wenn wir das hätten, so wirklich noch so ein einzelnes Ding für Make-up. So wie bei Sims. Bei Sims gibt es doch auch Make-up. Es gibt Accessoires, es gibt alles Mögliche und Make-up. Das möchte ich auch in Toca Boca haben. Warum muss Toca Boca schlechter als Sims sein? Das verstehe ich nicht. Es ist ein richtig komischer Gedanke gerade. Aber Leute, wenn ihr auch so meint, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt. Und abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.